Herzlich willkommen aus Augsburg, aus neuer Location. Wir hatten heute den Luxus und haben uns dafür entschieden, ins Eddie's Fitness zu fahren, um Beine zu trainieren. Das letzte Beintraining vor der USA. Mit der Qual der Wahl der Beuger-Varianten. Beuger stehend, Beuger knien, Beuger liegend, Beuger sitzend. Und oben im HelloFit gibt's, das sind zwei Studios in einem, gibt's nochmal Beinbeuger-Varianten. Das heißt, wir nehmen jetzt den. Den mag ich eigentlich ziemlich gern. Hier ist alles, was das Herz begehrt. Wir werden uns heute vergnügen und euch mitnehmen in die letzten Züge der Prep für den Olympia 2024 in Deutschland. Ich kenne die ja noch also das Eddie's war ja früher in einem anderen Gebäude. Und da habe ich eigentlich immer trainiert, auch mit Daniel früher. Und aufgrund von der aktuellen Lager- und Arbeitssituation sind wir halt nicht mehr so aus dem Gebäude rausgekommen. Und Ben hat gesagt, hey, komm, lass uns mal Tapetenwechsel machen. Tut dir auch ganz gut. Und haben uns dann heute entschieden, das erste Mal jetzt eben hierher zu fahren. Blut erstmal so ein bisschen in die wichtigen Stellen und dann machen wir heute noch ein paar schöne Kniebeugen, vielleicht auch Beinpresse und auf jeden Fall machen wir dieses Gerät da hinten als richtig geile Ausfallschrittvariante. Das ist richtig, richtig geil. Wenn der Kollege das den ganzen Tag. Bestimmt. Machen auch heute nicht irgendwie wieder blöd 20 Wiederholungen, 5 Sätze, sondern machen 3-4 gescheite und dann gut ist. Dir, jetzt kommt hier der Freund hier. Wir haben gerade schon mal ein bisschen getestet, welche wir machen. Ich habe schon echt mit ein paar Sachen geliebäugelt, weil die Hammer Strange Kniebeugenmaschine, die V-Squat, die hat auch mein Herz, Reverse. Aber jetzt für die Beine ist die ganz gut. Und was ich auch gesehen habe, schaut euch das mal an. Die ist auch sehr, sehr nice. Genauso wie die Hammer Strange Beinpresse, die ist auch sehr nice. Aber man kann nicht alles machen, ne? Also ziemlich viel nices Zeug hier. Sehr nice. Wie ein Spieleparadies. Also schon mal an alle meine Mädels und Jungs, die dieses Video sehen. Ich weiß, ihr werdet jetzt hierher kommen wollen und ihr werdet das testen wollen, wenn ihr herkommt. Dann sagt ihr bitte liebe Grüße von der Jenny.
an den Toni, das ist der Chef hier. Vielen Dank, Toni, für die herzliche, das herzliche Empfangen hier wieder. Wir waren früher immer im Eddies. Und es macht ja nichts, ab und zu mal die Tapete zu wechseln, beziehungsweise es gibt ja viele schöne Gyms. Und wenn meine Mädels und Jungs oder wer auch immer das sieht, ihr in Augsburg seid, im Eddies Fitness vorbeischaut, sagt liebe Grüße von mir und ja, geiles Training. Alter, ich hab das Gefühl, wenn da Blut drin ist und du kannst so richtig Blut reinpumpen und dich einfach nur aufs Gerät kommen. Ich fühle mich wie, als würde ich das erste Mal trainieren dieses Jahr. Heftig, Mann. Vor allem, ich kenne die Geräte ja. Das ist das Schöne, weil ich die Geräte kenne. Nur die stehen jetzt halt woanders. Deswegen, Ben, du hast mich heute glücklich gemacht. Daniel hat mir die Frage gestellt, möchtest du lieber deinen, weil ich habe immer so Cravings auf Lachs manchmal, möchtest du lieber Lachs oder Lachs-Sushi essen, also Lachs oder Sushi und Sushi, oder möchtest du lieber so Pizza-Nudel-Zeug essen? Für was hättet ihr euch entschieden? Und für was habe ich mich wohl entschieden, wenn ihr das so seht? Sieht es eher nach Lachs aus oder eher nach Pizza? Hast du mal, ob du eher wie ein Lachs oder wie eine Pizza kochst? Nee, wie eine Pizza Diavolo. Ich mag eben nur Pizza mit scharfe Salami. Diese Peperoni, diese kleine knusprige scharfe, wo immer das Öl drinnen schwimmt. So kann man so auslecken. So, wir sind jetzt einmal eine Etage höher ins Hello Fit. Die Gyms gehören zusammen und habe jetzt noch eine Kickback-Maschine gesucht, aber bleibe jetzt bei meinen klassischen Kickbacks am Kabel. Und dann machen wir jetzt noch einen Finisher und gucken mal, was noch geht. Die Beine sind ziemlich voll und krampfig, nachdem ich sie ja ewig lang nicht richtig trainieren konnte. Aber wichtig ist, Blut kommt an, ich spüre es und Muskeln wachsen mir jetzt keine mehr in den letzten 11 Tagen.
Das ist so ein bisschen so eine, ich will einen bestimmten Teil treffen am Bein, am Po. Und deswegen mache ich da so verschiedene Varianten vom Winkel, vom Zug her. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, das und das muss genau so und so gemacht werden. Wichtig ist, dass ihr erstmal euren Po spürt. Und bei mir ist es halt so, er muss jetzt nicht unbedingt so viel größer werden vom Volumen, aber an bestimmten Stellen einfach noch ein bisschen besser. Und die versuche ich dann eben mit bestimmten Fuß-Beinwinkeln anzusteuern. So, kurzes, knackiges Beintraining geschafft. Ja, ich bin ein bisschen verblüfft, dass nach der Hakenschmidt eigentlich, das war last set, best set. Danach war gefühlt jeder Satz nur noch so ein bisschen Blut hin und her schieben. Hintere Kette noch voll gemacht. Letztes Beintraining findet in den USA statt. Am Freitag, heute ist Montag. Donnerstag fliegen wir. Wir sind raus. Liebe Grüße an alle und danke an alle, die den Weg supporten, vor allem auch mit ZNT. Und Teil von dem Team sein, Teil von der Reise sind, Kanal abonnieren, Daumen nach oben, Kommentar hinterlassen, ob ihr eher Lachs oder Sushi oder Pizza-Fan seid. Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus und ciao.